Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Tutorial von Mr. Help. In diesem Video beantworte ich eine sehr oft gestellte Tutorial-Anfrage für Cinema 4D. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit einem großartigen Thema. Wir zerstören etwas. Zerstören macht sehr viel Spaß im echten Leben und auch in Cinema 4D. Und was ich heute euch zeigen möchte, stelle ich euch kurz vor. Wir haben hier einen 3D-Text, einen Testtext, und den zerstören wir mit einer Pistolenkugel, die durch den Text durchschießt und dann das Ganze zum Zerstören, zum Zersplittern bringen. Wie das geht, zeige ich euch heute. Es ist sehr einfach, sehr grundlagenmäßig gehalten, doch wenn man das verstanden hat, wenn man das mal nachgemacht hat, kann man sehr viele wunderbare Animationen erstellen, die wirklich auch sehr viel Spaß machen. Intro-Animationen und alles Mögliche kann man damit machen. Und wir starten gleich durch, wir gehen jetzt ins Programm. Bis gleich, ciao! Wir befinden uns jetzt in der Software Cinema 4D und sehen hier jetzt die Ausgangssituation für unsere weiteren Schritte. Und zwar ist es in dem Fall die Pistolenkugel, mit der wir letztlich den ganzen Text zerstören wollen. Wie man eine Pistolenkugel erstellt, erkläre ich jetzt nicht nochmal speziell, aber das ist auch gar nicht so schwer. Wenn ihr das nochmal unbedingt sehen wollt, dann müsst ihr halt nochmal Bescheid sagen. Ansonsten erstellen wir jetzt zuallererst den zu zerstörenden Text, und da ist es ganz wichtig, dass ihr von Anfang an wisst, was ihr schreiben wollt. Dazu erstellen wir jetzt einfach mal einen Text und nennen den Test und passen hier noch ein bisschen an, bis er uns schön vorkommt. Und dann ist das eigentlich auch schon unser Text, den wir so haben wollen. Wir sagen jetzt mal, der ist fertig. Als nächstes brauchen wir noch einen Boden, damit man, wenn diese Teile zerstört werden, damit die nicht ins Endlose fallen, sondern auf diesem Boden liegen bleiben. Und dann brauchen wir noch ein Licht, weil sonst sieht man nichts. Das kann man einfach irgendwie platzieren, wie man gerade Lust hat. Das ist nicht wirklich wichtig für den Test jetzt erstmal. Wie das dann bei euch später aussieht, müsst ihr natürlich selber gucken. So. Können wir schon mal erst das Bild uns anschauen. Das sieht jetzt noch ein bisschen doof aus, weil wir noch keine Schatten werfen lassen vom Licht aus. Gehen wir einfach mal aufs Licht, gehen hier auf den Reiter Schatten und können hier dann den entsprechenden Modus auswählen. Und schon haben wir Schatten. So, das sieht auch schon mal soweit nett aus. Die Kugel wirft auch Schatten, sieht auch ganz gut aus. Als nächstes kümmern wir uns dann darum, den Text zu zerstören. Und das geht eigentlich ganz einfach. Dazu haben wir eben hier dieses Plugin Throwsy. Und das macht im Prinzip alles von selbst, sobald wir mal eingestellt haben, was wir überhaupt haben wollen. Wir haben hier dieses kleine Untermenü, da können wir erstmal einstellen, wie viele Stücke das Ganze zerspringen soll. Und das eben auch immer pro Buchstabe wird das berechnet. Und 2 ist ein bisschen wenig, finde ich. 11 ist ganz gut. Und hier kann man noch verschiedene andere Sachen einstellen, wie zufällig das sein soll und so weiter. Das ist aber alles nicht so wichtig. Wie gesagt, wichtig, bevor man es zerstört, ist, dass man sich sicher ist, dass der Text genauso aussehen soll, dass es alles genauso lauten soll, denn sonst kann man danach erstmal noch wieder alles von neu machen, wenn es einem dann nicht gefallen hat. Als nächstes gehen wir noch hier in den Schritt Dynamic, und da können wir jetzt mal den Mode einstellen. Immediately heißt einfach, dass es sofort am Anfang der Animation zerstört wird. Bei At Velocity Peak, also am Geschwindigkeitsmaximum, dass es eben dann zerstört wird, wenn es am Geschwindigkeitsmaximum ist, wenn man es irgendwie animiert. Und On Collision ist das, was wir jetzt brauchen. Sobald irgendwie ein Gegenstand darauf auftrifft oder da durchstößt, wird das Ganze entsprechend von dem Punkt aus zerstört. Das wollen wir jetzt haben. Die anderen beiden sind erstmal für den grundsätzlichen Schritt nicht so wichtig. Und da können wir jetzt mal auf Break Now gehen. Und man sieht, das Programm macht jetzt alles, was wir wollen. Und was wir jetzt hier auch sehen, dieser Text wurde in 4 einzelne Objekte oder Überobjekte aufgeteilt und die eben nochmal in jeweils einzelne Stücke. Außerdem ist hier hinten ein Symbol dazugekommen, das ist der Dynamics Body Tag, und der zeigt schon mal an, dass damit irgendwas dynamisch passieren soll. Jetzt im Moment passiert natürlich noch nichts, denn es findet noch keine Kollision statt. Das animieren wir gleich mit der Pistolenkugel. Was wir als nächstes machen, ist den Boden noch mit einem Dynamics Tag zu verknüpfen. Dazu gehen wir einfach mit Rechtsklick auf Dynamics Tags und dann auf Dynamics Body. Was man jetzt natürlich bemerkt, ist, dass dieser Tag anders aussieht als die hier oben, aber das ist vollkommen in Ordnung, denn diese hier oben, diese Tags, die zeigen an, dass da die Dynamik stattfindet, und das ist sozusagen der Gegenpol, wo dann eben diese 4 Textstücke mit reagieren, aber mit dem passiert eben so direkt nichts. Wir können jetzt als nächstes erstmal unsere Pistolenkugel noch animieren. Ich nenne sie gerade mal Pistolenkugel. Und die ist ja eigentlich ganz einfach. Also ich meine, ich kann es gerade mal kurz erklären, da hat man einfach einen Spline gemacht und den hat man mit diesem Lathing Nurb, hat man einfach diesen 3D-Körper gebildet. Da
das ist wirklich super einfach. Da gibt es auch tausende andere Tutorials dazu. Ich weiß, glaube nicht, dass ich das nochmal erklären muss. Jedenfalls animieren wir das ganz einfach. Wir gehen hier unten auf diesen automatischen Keyframe-Modus und setzen uns einen Keyframe meinetwegen da ganz weit hinten. Wenn man jetzt mal guckt, wo das ist, dann sieht man, dass es hier ist. Also noch nicht so weit weg von dem eigentlichen Text, aber das reicht uns schon mal zu Demonstrationszwecken. Und da haben wir jetzt einen Keyframe gesetzt, sieht man hier an. Und dann zieht man das bis ganz zum Schluss und setzt dann auch nochmal einen Keyframe, wo es dann hier eben durch den Text durchgeschossen ist. Und da sieht man schon mal sehr gut die Durchschlagsstelle. Das ist nämlich hier genau durch das S durch. Das ist so, wie wir es haben wollen. Wunderbar. So, wenn man jetzt das Ganze ablaufen lässt, ist natürlich ein bisschen lahm. Das geht einfach durch und macht nichts. Als nächstes sollten wir auf jeden Fall unsere Pistolenkugel noch auch mit einem Dynamics Tag ausstatten. Und dann erscheint eben auch genau dieses Symbol hier, was wir auch bei den anderen haben. Da ist jetzt ganz wichtig, dass wir den dynamischen Zustand nicht auf anlassen, denn sonst passiert Folgendes, sonst fällt die einfach runter und das wollen wir natürlich nicht. Die reagiert dann genauso wie die anderen auch, die ganzen anderen Teile, die ja eigentlich auch nur zerspringen und dann auch nur runterfallen auf den Boden. Aber das Ganze wirkt eben dann relativ echt, weil man dann auch noch diverse andere Einstellungsmöglichkeiten hat, wie Kräfte, die darauf wirken und so weiter. Für uns ist jetzt aber ganz wichtig, dass wir eben nicht dieses Herunterfallen haben bei der Kugel, sondern dass die unserer Animation folgt, die wir erstellt haben. Und dafür müssen wir dynamisch auf aussetzen. Dann können wir jetzt einfach mal schauen, was sie macht. Und wir sehen, dass der Text zerspringt, sobald die Kugel ihn berührt, und zwar wirklich von da ausgehend und dann weiter nach außen springend. Und das war eigentlich jetzt schon das ganze Prinzip daran. Viel mehr werde ich euch doch auch gar nicht zeigen, denn das ist das Grundprinzip, was ihr braucht, um dann eine großartige Animation erstellen zu können, mit eben diesem Zersplitterungs-Zerstörungseffekt. Das könnt ihr nicht nur mit Texten machen, das könnt ihr mit allen möglichen Objekten machen, die ihr eben so erstellt. Und am Schluss wird das Ganze eben einfach alles so da liegen. Mit Schattenwurf und vielleicht noch Tiefenschärfe und allem möglichen sieht das dann wirklich sehr, sehr nett aus, wenn man noch richtige Materialien drauf legt. Das ist ja jetzt alles im Prinzip nur ein Material. Und mit dem Plugin Throwsy ist es eben alles sehr, sehr einfach. Da gibt es dann eigentlich wirklich gar keine Probleme mehr. Und ja, es sieht einfach sehr nett aus, finde ich. Damit kann man wirklich sehr viel machen und ich wünsche euch damit sehr viel Spaß. Probiert es mal selber aus, schickt mir eure Videoantworten, wenn ihr es selber ausprobiert habt. Und ich freue mich drauf, dass ich da auch von euch was sehe. Ansonsten war es das soweit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleibt mir treu. Ciao, euer Mr. Help.